Hallo Leute, willkommen zurück zu Zelda A Link to the Past. Im letzten Part sind wir hier auf dem Todesberg stehen geblieben, vor diesem komischen Ding da am Boden. Und zwar sind wir kurz vor dem dritten Dungeon, aber davor haben wir ein Problem, denn wir kommen da nicht hoch. Ja, und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal rein. Beziehungsweise rauf. Was ist denn jetzt los? Die Welt ist ja so anders. Vor allem, wo ist das Schloss hin? Ja, Leute, wir sind zum ersten Mal in der Schattenwelt. Die Felsen hier, Lava. Und sind hier ein Bunny. Doch warum? Ich bin der Hallo, du Hasenfurt. Ich muss dir was erzählen und schmier den Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Es heißt, so arm und eben in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in dieser Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung. So wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Ja, das heißt, wir sind im Herzen ein Hase. Was willst du hier? Willst du dir einen? Du hast Fußkranz mehr Aussichten als ich, oder was, Alter? Ich suche die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Hiras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Und lass mich endlich in Ruhe. Ja, Leute, aber wir haben noch da was bekommen, und zwar ein Zauberspiegel. Und was passiert, wenn sie einfach mal benutzen? Direkt das Herzteil eingesackt. Damit auch dieses Herzteil collected. Ja, wir können damit wieder zurück in die Lichtwelt. Und was das alles zu bedeuten hat, das werden wir später noch erfahren. Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis, aber wir tun einfach mal so. Ja, und jetzt sind wir hier oben im Todesberg. Da will ich jetzt mal nicht runterspringen, sonst darf ich das Ganze nochmal wiederholen. Jetzt wäre so ein bisschen Schlumpf. Na, hier drüben. Ah doch, das können wir schon machen. Und zwar. Ja, dann mal die Bibel rausholen und übersetzen. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Ach ja, Masterschwert, okay, können wir doch noch nicht machen. Irgendwie wusste ich es ja. Dass das Luftmedaillon ist, werden wir später natürlich erfahren. Heras Turm. Hier drüben. Da ist, glaube ich, aktuell. Können wir da, glaube ich, gar nicht weiter. Oder ich weiß gar nicht. Nein, hier geht es noch nicht weiter. Das heißt, wir haben nur eine Option. Und zwar den dritten Dungeon. Ja, wie angekündigt, der ist so ein bisschen größer, könnte man sich ja auch schon vorstellen. Ich würde sagen, aber mal ab dafür. Heras Turm. 6 Stockwerke. Gut, sieht jetzt, ja, vielleicht auch ein bisschen größer aus, als es dann im Endeffekt ist, aber hey. Gehen wir einfach mal links runter. Ich glaube, ich müsste die blauen hochstellen. Ah, stopp. Dungeon wird sehr viel mit diesen Dingern gearbeitet, hier mit diesen Schaltern zum Umstellen. Und die Skelette werfen hier inzwischen Knochen. Das finde ich nicht toll. Aber hey. Oh, mein Auge, tut mir leid, Moment. Ja, auch von diesen Würmern gibt es hier so einige. Könnte vielleicht ein Hinweis sein auf später. Wird man sehen. Nein, ich muss zuerst hier nach hinten. Aua. Schon wieder kurz vorm Sterben. Die Karte. Sieht man schon. Da unten sind noch Räume. Da. Ja, man sieht, da ist halt aufgebaut wie ein Turm, ne? Sieht aber auch kleiner aus, als es ist, finde ich. So, Schlüssel und rein da. Ja, die Mondperle gibt es zu finden. Sonst werden wir in der Schattenwelt böse verloren sein. Und hier übrigens
wieder die Bodenplatten des Verderbens. Aber wie immer werde ich versuchen, das möglichst zu überleben. Und das sieht ja auch schon ganz gut aus. Ich soll es nicht sagen. Ja. Der bleibt hängen. So, die letzten. Na, doch nicht. Aua. So, wie viel denn noch? Aua. Gibt's hier kein Herzchen? Da ist er gemein. So war es aber auch. Oh, ich bin gleich tot. Ich weiß, ich habe der Fee, aber trotzdem. Witzig finde ich das jetzt nicht, ne? Oh. Ja, das. Ich habe ja schon gesagt im letzten Part, hier kann es gut passieren, dass ich sterben werde. Weil ich komme irgendwie aktuell nicht so klar mit einem Gegner treffen. Ja, ich hoffe mal, das geht im Laufe des Displays wieder ein bisschen besser. Ist nicht so von Vorteil, ehrlich gesagt. Hier auch ein sehr schwieriges Rätsel. Ich glaube, es sollte klar sein, was man hier tun muss. Die Knochen. Aua. Nein, ja, immer falsch. So was Dummes aber auch. Magie. Noch mehr Magie. Übertreibt es doch mal. Und dann Flame. Feuer. Nochmal. Und yeah. Cool. Der große Schlüssel. Ja, wenn ihr das hier vergesst zu holen, dann viel Spaß. Zwei Feen haben wir noch. Eine brauche ich eventuell für den Boss. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ne? Weiter geht's. Diese feuerspuckenden Dinger werden wir übrigens auch nicht zum letzten Mal sehen. So, und jetzt geht's eigentlich schon stetig nach oben. Ja, diese Dinger hier geben hier auch so ein bisschen ihr Debüt, glaube ich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir die früher schon mal gesehen haben, ehrlich gesagt, in dem Let's Play. Die sind halt auch ein bisschen gefährlich, weil sie einem halt eben gerne hier runterschubsen. Das ist halt ein bisschen nervig. Vor allem, weil die wieder da sind. Tschüss! Gut, hier muss man den großen Schlüssel schon haben. Das bedeutet eigentlich, man kann das gar nicht versäumen. So, die sind auch ziemlich stark. Was das Ganze nur noch lästiger macht. So, und weiter. Und hallo. Tschüss. Ich weiß ich gar nicht. Lassen wir einfach mal so. Dup, 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 dup. 4S. Ja, guckt. Wir kommen schnell voran. Ist witzig, früher, als ich kleiner war, das Spiel so zum ersten Mal gespielt habe und so, da war der Dungeon schon ziemlich groß. Jetzt muss ich sagen, sind wir schon fast durch. Nach, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme, aber so lange kann es nicht sein. Moment, es sind so um, ja, 10 Minuten, okay. Aber ich war ja nicht die ganze Zeit hier drin. Finde ich witzig. Zumal ich wahrscheinlich länger brauchen werde. Gut. Der Kompass, den zweiten Dungeon, hätte ich auch in einem Part geschafft, wenn ich den von Anfang an begonnen hätte. So, jetzt hier aufpassen. Nicht das hier machen, weil ihr seht ja, wir kommen nur zu der Truhe, wenn wir da in die runterfallen. Also lassen wir das mal schön so. Ihr werdet sehen, warum. So ein bisschen Geld. Damit wir weiter Updates kaufen können für Bomben und Pfeile. Bomben. Nein, nein, nein. Weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob das Feuer ist, die da spucken, aber für mich war das immer Feuer.
So, 5S. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich schon eine Etage vor dem Boss. Das ging jetzt richtig schnell, ehrlich gesagt. Ich bin da gerade selbst so ein bisschen erstaunt. So, hier verdächtig das große Loch. Ich glaube aber, das ist das Falsche. Genau. Springt mir hier schön daneben. Das war ja gerade ein bisschen selbst ausprobieren. Ob schon, ich glaube, ich weiß, welches es ist. Eben dieses da daneben. Oder war das? Oder musste man das hier noch auf so machen? War das das hier? Genau. Ah, das war's auch nicht. Ja, ist ein bisschen fies, ne? Aber was soll's, wir haben ja Zeit. So schnell durch den Dungeon jetzt. Das Spiel muss ja auch nicht morgen schon vorbei sein, ne? Kein Stress. In dem Fall allerdings. Das war knapp. Ich gehe mal lieber ein bisschen hier rüber. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht. Ich stelle nochmal um. Das war's nicht. Welches dann? Oder. Ach ja, genau. Ist ein bisschen knapp. So. Die Mondperle, die Gestalt des Helden, ist damit gefeit gegen magische Verwandlung. Ja, das heißt, wenn wir jetzt zum nächsten Mal Kontakt mit der Schattenwelt haben, werden wir nicht wieder in Häschengestalt rumlaufen. Das ist, glaube ich, ziemlich praktisch. Damit haben wir eigentlich schon nur noch den Boss vor uns. Ja. Ich würde sagen, gehen wir ihn an. Hallo, du. Aua. Hier gibt es eigentlich nochmal Herzchen, beziehungsweise ich möchte das eigentlich ganz gerne aktiviert haben. Gab es hier nicht irgendwo. Nö. Nochmal runterfallen, bitte. Und hier unten war so ein Schalter. Glaube ich jedenfalls. Oder nicht? Hä? War hier nicht so? Oh nee. Halt noch eine Etage tiefer. Wie sich das jetzt sieht, ne? So, hier ist es jetzt. Gut. Hätte doch die blauen nach oben machen sollen vorhin. Tja. Denn, mir fehlt nur ein Herz. Ja, ich habe genug Feen und so. Aber hey, ich meine, warum verschwenden, wenn man sie auch später brauchen kann? Boss, wir kommen. Ja. Es könnte sein, dass ich davon noch ein paar brauche. So. Und ihr seht, ich glaube, das Teil heißt Moldrum oder so. Und chillt hier sein Leben. Und ich weiß immer, bis heute noch nicht, was das hier für ein Sprite sein soll. Das sieht ja aus wie so eine komische Mauer. Ich glaube, das ist so eine Art Brücke. Ich möchte eigentlich, dass es sich gerade mal ein bisschen entfernt. So, ihr seht schon sein Schwanzende. Sieht ein bisschen komisch aus. Und ihr seht auch, dass man hier runterfallen kann. Wenn man runterfällt, dann ist, glaube ich, heilt er sich quasi. Sprich, man muss den Boss wie von neu beginnen. Und, ja, aktuell ist er noch so ein bisschen im Tempo, da ist es noch so ein bisschen berechenbar, was er tut. Das wird sich aber relativ schnell ändern. Ich glaube, man kann. Ich weiß gar nicht, ob man ihn noch mit anderen Waffen treffen kann. Ich mache das hier immer mit dem Schwert. Nee, das geht nicht. Jetzt will man auch mit dem Bumerang gegen was ausrichten, dass man schlagen muss. Und ich gehe halt. Ja, jetzt zählt schon, jetzt geht schon langsam los, ne? Ich sag's hier auch nochmal: Als Kind war das hier auch nochmal so eine übelste Probe, dieser Boss. Richtiger Verzweiflungsboss war das. Und glaub mir, das kann es heute auch schnell sein, ja. Der ist nicht ganz ohne. Vor allem, weil er eben einem auch eben gerne runterschubst eigentlich. Yeah! Da ist er schon down. Wow, gut gelaufen.
gut, mittlerweile inzwischen so ein bisschen geübt ist, dann. Ja. Und das Amulett. Das letzte Amulett. Ja. Du hast das Amulett der Weisheit errungen. Geschafft. Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Showing. Okay. Dann tue ich das mal. Ja, das. Ich würde sagen, ist doch mal cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Herzen. Habe ich nicht 10 Herzen versprochen? Ich weiß gar nicht. Es gibt ein Herzteil, zwei Herzteile, drei Herzteile noch in der Lichtwelt. Wobei eben dieses eine. Ist ja so ein bisschen Arschloch, ne? Das ist so ein bisschen nicht vorhanden. Ja, und jetzt sehen wir auch auf der Karte, das Masterschwert ist noch am Blinken. Ich würde sagen, wir begeben uns dahin. Beziehungsweise gucken noch mal kurz in Kakariko vorbei. Wir müssen eh den Weg entlang. Bei den Holzfällern ist noch nichts zu holen. Das wird erst später der Fall sein. Und in Kakariko würde mich gerne mal interessieren, wo dieses scheiß Herzteil ist. Fände es extrem uncool, wenn das hier durch so in die, durch einen Bug nicht vorhanden wäre oder so. Das würde mich ehrlich gesagt ziemlich nerven. Ich weiß nicht, was ich dann tun soll. Ich meine, kann ich keinen nicht alle Herzen holen. Hier unten, ja, hier kann man jetzt eben, da gibt es einen Todesberg, glaube ich. Achtung, Lebensgefahr, Todesberg ist streng verboten, ja. Da geht's halt einfach zum Todesberg. Kommt man ohne Krafthandschuhe so halt nicht hin. Aber da wollen wir jetzt nicht wieder hin. Ehrlich gesagt bin ich gerade so ein bisschen überrascht. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass der Dungeon doch schon ein bisschen größer ist. Für diese Ankündigung habe ich ihn ganz schön schnell gemacht. Naja. Wie gesagt, hier ist ja nichts. So wegen Herzteil. In den Brunnen fallen. Ja, das wäre einfach der. Fertig aus. Das habe ich geholt. Weil es gibt doch hier nichts anderes, was so brunnenartig ist. Hier sind also noch so ein paar Häuser, aber mehr ist da auch nicht. Das hier ist es einfach. Oder ist es einfach, oder hier sehen wir hier oben noch was. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Weil es steht halt in Kakariko und das hier ist halt nicht Kakariko, ne? So, übrigens genießt die Musik noch. Ich muss euch leider sagen, sie wird nicht ewig bleiben. Ich kann hier noch gucken, aber. Ja, hier kommt man ja eh nicht. Das ist, glaube ich, auch einfach nur ein Teleporter drunter. Also, dieses blaue Dings ist ja so ein Teleporter in die Schattenwelt und. Ich glaube, eben mehr ist da auch nicht. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal das Masterschwert. Beziehungsweise. Ja, doch, das passt sehr gut. Der Part ist gleich zu Ende eigentlich. Der Dieb soll sich mal verpissen. Und aha, nein, doch nicht, schade. Ja, ich habe ja schon gezeigt, dass das nicht das echte ist. Wir waren ja früher schon mal hier. Ich gebe jetzt den falschen Weg. Ob schon nicht eigentlich. Das kann man gar nicht verfehlen, ist so einfach. So, und. Oh, die Tiere. Ist richtig süß gemacht, ich finde. Und. Das Masterschwert. Ja, hier können wir auch. Ups. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Ja, so viel zu der Story hier. Ich würde sagen, hier beenden wir den Part. Hierasturm abgeschlossen, alle Amulette zusammen. Hier nochmal zu sehen. Und im nächsten Part holen wir uns dann endgültig das Masterschwert. Ich würde sagen, bis dann.
und ciao.